Ja, hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir sind heute bei unserer 222. Folge. Unglaublich, wie viele Folgen ich brauche, nur um das Spiel durchzuspielen. Und zwar, ich habe, wie man hier sieht, so ein paar Kisten gefarmt und Schrott. Ne, natürlich kein Schrott, ne? Und ich dachte mir, komm, wir machen als Special, wir machen Kisten auf. Vielleicht kriege ich was Tolles. Platz kann ich mir hier noch besorgen, wenn ich nicht genug habe. Aber ich würde sagen, wir fangen. Obwohl, wir fangen mit der Kiste, den Kisten an, weil die können uns nicht so eine hohe Chance an Spezialitems geben. Erstes Schrott-Item. Zweites Schrott-Item. Ja, ganz gut. Zwei. Das ist schon relativ gut. Kann ich benutzen, das ist gut. Mein Pet. Schrott-Item. Kann ich gebrauchen. Schrott-Item. Und das vorletzte kann ich nicht gebrauchen. Aber wie das hier, das kann ich doch auf jeden Fall ziemlich fest im Inventar. Schrott. Schrott. Weg damit, weg damit, weg damit. Oh, war sogar plus 6. Wow. Es sei denn, es war was anderes. Egal. Und das letzte Item ist auch in Ordnung. 15 Wiederbelebungssteine. Yay. Ist ganz in Ordnung. Haben wir jetzt halt 15. Wir können uns 15 mal wiederbeleben. Komprimierte. Ja, machen wir. Nein, aber wenn wir komprimierte Schwerter aufmachen, ist unser Inventar gleich wieder voll. Ist das das gleiche? Nein, ist es nicht. Das ist nur eine. Immer auch ein Unterschied hier. Das ist für alles und das hier ist nur Rüstung. Dann machen wir es so. So. Komm, mach mal das ausgefallene Schmuckkästchen auf. Das erste Item ist in Ordnung. Es ist nicht gut, es ist aber auch nicht schlecht. Es ist in Ordnung. Genau das gleiche wieder. Ich fühle mich lange verarscht. Das Spiel trollt mich. Unser Geld hier unten. Relativ. Ich hätte mir auch was Besseres vorstellen können. Das ist Schrott. Schrott. Und das letzte Item ist Schrott. Ist klar. Ich habe mir auch überlegt, ob es eine höhere Chance gibt, Sachen zu droppen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Dreiergruppe im Dungeon ist, ne? Weil erhöhte Drop-Chance und so. Okay, wir kriegen zufällige Monsterkarte und es ist super. Ne? Geil. Wirklich geil. Geht relativ gut. Es könnte besser sein. Hier. Es ist sogar eigentlich sehr gut. Weil, hallo, Waffen enchanten muss man öfters als Rüstung. Man kann auch viel mehr Waffen als Rüstung haben. Ne? Nase. Nee. Ich kann es ja kaufen. Sagen wir es so. Ich dachte, das Video würde viel länger dauern. Wiederbelebungen. Die werden wir noch auf jeden Fall noch gebrauchen. Werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen für den Titel. Ich krieg die ganze Zeit nur Schrott, oder? So ein bisschen. Das ist in Ordnung. Und das letzte. Bitte, was gut, bitte. Ich bin verarscht im Spiel. Danke. Jetzt krieg ich heraus nur noch Schrott, bitte mal. Ja. 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 Mein Inventar ist gleich voll, wenn ihr mir noch mehr von den verschiedenen gibt. Ja, Schrott. Das gleiche.
Es wird nicht besser. Giga Drive. Musste sein. Es ist, wie es ist. Okay, unser Ertrag aus dem, jetzt sind die Monsterkarten, nee, die Monsterkarten hier, ein paar hiervon, das alles hier, der Trank, das hier, nur die anderen, hiervon drei, hiervon irgendwie viel. Masters Wert, nicht wirklich, nicht wirklich, kein Stück, hallo, ich bin verarscht. Komm, ich will am Ende jetzt einen epischen Bossfight haben. Okay. Ich will das andere ablegen, egal. So. So. Aua. Er macht Damage. Was war das? Macht immer noch so viel mehr Damage. Ja, das war noch Zeiten damals, als wir angefangen haben. Ich meine, es ist nur ein Teil von der Folge. Pet ist nicht OP. Nicht OP. Vor allem, wie viel Idee wir für den Dungeon hier erhalten. Weil hallo, so gut wie wir waren. Da kriegt man doch sicher auch noch extra Idee. Was passiert, wenn ich so mache und einfach so mache? Interessant, er überlebt. Was, wenn ich jetzt mit der Waffe? Nice. Haben wir etwas Tolles gekriegt? Nein. Epischer Kampf. Epischer Kampf. Und somit haben wir auch Benders wieder besiegt. Er hat immer noch keine Chance gegen uns gehabt. Ja, Raven, das war der Kampf. Große Herausforderung, ne? Ja. Und wie viele Ideen kriegen wir jetzt hier oben? Wir kriegen eine ganz schöne Menge Ideen. Ne? Ach was. 8 Minuten, kommen wir mal ein bisschen PvP. Zieh mir die Waffe noch an. Ach ja, ich kann nicht sagen, dass das PvP jetzt gut wird, da ich auf meinem Windows 8 spiele und da es irgendwie nicht so gut bei mir funktioniert, das PvP. Kann auch sein, dass ich mir nur vorstelle, aber es ist halt so. Ne, den Skill nehme ich heute nicht mit. Ich möchte aber gerne noch Wolfsklaue. Ach ja, ich habe hier Skillflucht, ne? Haben wir ja schon gehabt, letztes Folge. Mal. Ja, geh mal rein. Den Titel holen wir uns auch noch, den Überlebenskünstler. Was für ein Ring hat der da? Ich will dem den Ring sehen. Ach ja, das ist das erst, also das Zwischenfeld in Sander. Level 53er. Zu dem zum Catchen mal wieder. Der lässt sich fallen, okay. Ich bräuchte noch eine Waffe für meinen Todesboten, wenn man da gerade ein. Die ist einfach hinbekommen, den die ganze Zeit zu catchen. Und jetzt X-Drop. Nope. Nach links kann ich es nicht. Wenn du das Item haben willst, dann nehme ich es jetzt. Tödlicher Verfolger! Kommt jetzt gleich, ne? Ich bin zu dämlich, um auszuweichen. Dich. Ich täte gerne Machtboost aktivieren. Machtboost!
Oh nee. Wie wir es jetzt einfach echt noch verlieren können. Und am Ende jetzt auch noch tun. Granatenregen ist nicht gerade das schönste Skill. Wenn er normal schlägt, fliegen auch Granaten mit, ne? Meine Cola ist gleich weg, ne? Das weißt du schon. Danke. Danke, dass du nichts dagegen unternommen hast. Hä? Hat der gerade den Hit wirklich einfach so geignort? Ich sagte den, danke. Fuck. Ist klar, diese abnormale Range. Ja, habe ich halt verloren. Passiert auch mal. Ich habe das gleiche Oberteil immer für meinen Zang. Ja, sowas ist wichtig. Sowas interessiert euch sowas von. Ne? Der ist so Schwarzrostklinge. Aha, aus dem Weg, oder du bekommst was ab. Ich hatte eigentlich gerade eben nur so wenig Damage gekriegt. Beziehungsweise kommt es nur mir so vor, oder hat er wenig Damage gekriegt? Ich kriege 900 pro Schlag ungefähr. Ja, 6. Bis 900. Ja, ist klar. Fuck, ich kann doch den nächsten Drop inzwischen. Niemals dachte ich's. Lol. Was mache ich falsch? Ich habe schon länger kein PvP mehr gemacht. Er lässt sich sofort fallen. Was ich nicht kann, ich habe kein Mana. Kennt ihr das? Andere haben einfach die ganze Zeit Mana. Man selber? Nope, ich habe keinen Mana heute mehr. Ha, habt ihr gesehen? Das war ein X-Drop. Da war ein X-Drop. Habt ihr diesen X-Drop gesehen? War so ein awesome X-Drop. Oh, ich muss es leiser stellen auf meinen Ohren. Heute sind die Schläge so laut, die Treffer. Ist klar, schiebt ihm jedes Item einfach in den Arsch. Ja, ist klar und das ignoriert er komplett. Fuck, ich werde sogar auf seiner Seite. Aber echt, jetzt den einen hat er gerade eben einfach ignoriert. Habt ihr das gesehen? Ah. Kann jetzt einen anderen haben, vielleicht als Gegner. Weil für die, die noch zuschauen, ist es langweilig, wenn ich die ganze Zeit den einen kriege, ne? Kann ich mal schauen, ob mein Ding noch auf der Rangliste ist mit Infinity. Wir wären, hätten wir heute mit dem im Haar. Wow, wir wären... Platz 29 um eine Sekunde. Ist halt so. Und jetzt kriege ich noch einen Hacker. Ich sag euch, jetzt kriege ich einen Hacker. Das ist so ein richtig starken, der so BUSCH mich weghaut. Nee, das ist kein Hacker. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt nur mir so vor, oder können alle immer meine Hits oder treffen meine Hits nicht richtig? Kommt zu mir so vor? Das war auch toll. Hat der gerade ein Diener-Set an? Ich glaube schon. Ja, das ignoriert mal wieder das Spiel. Aber echt, jetzt sowas sollten die echt fixen, weil hallo? Hätte das getroffen, hätte ich ihn noch in der Combo. Und es ist einfach unfair mir gegenüber.
Und das ist jetzt einfach, ne? Ich sag nicht mehr über das Spiel. Nein, oh, hat mich reingezogen. Jetzt kommt gleich Level Noob. Ne? Oder am besten noch Item Noob. Ne, ich verliere sogar noch, wow. Was war das gerade eben, das geignot hat? Komm, kann ich ihn von hier aussehen? Ja, ich kann ihn von hier aussehen. Ich runne nicht, ich mach Taktik. Und ich bin jetzt dämlich für ihn. Hahaha, ha, ha, ha. Ich habe einen Riesentrank. Komm, komm, komm. Nö, doch nicht. Pff. Ich wette, er hat jetzt genug für seinen einen Skill. Ja, für den einen Skill, diese präzise. Kommt denn was? Nicht mal. Ja, nur Chor. Ja, aber auch, hallo. Habt ihr den Damage von dem gesehen? Habt ihr den Damage gesehen? Und den Levelunterschied? Aus dem 2 und 1 Sieg. Ich bin so koll. So richtig koll. Ach ja, interessiert jemanden, warum ich die Waffe so gesockelt habe, jetzt, gemacht habe, halt, dass ich da drauf das gemacht habe. Also mein, Wind und Feuer. Sekunde, ich muss mich konzentrieren ein bisschen. Weil, zwar, ist ganz klug, ja, weil Wind macht leicht, soweit ich gelesen habe, Knockdown Reduction, also dass man weniger Knockdown hat, wenn sich aktiviert. Es kann sein, dass ich Scheiße erzähle. Bin mir nämlich gerade nicht sicher. Er hat mich reingeworfen, hallo? Scheiß Riesigkeitstrank. Am besten, ich treffe jetzt gleich so auf einen von meinen YouTube-Zuschauer-Fan-Dingern. Ja, ihr seid YouTube-Zuschauer-Fan-Dinger, wenn ihr das hier seht. Schreibt mal alle Hashtag YouTube-Fan-Zuschauer-Dinger in die Kommentare. Kann auch einfach aufgeben. Kann auch einfach aufgeben. Nur das wäre doch langweilig jetzt hat. Dann sagt er gleich Wolfstranknehmer. Ja, ich bin heute nicht besonders gut. Hi. Ach was. So low. Ich weiß. I know. I know. Yay, ich krieg 56 AP. Einen letzten noch, da am Anfang sowieso nichts Spannendes war. Stab des verrückten Pflegers. Hä, was für eine Schuhe hatten. Achso, Zeitherrscher. Oh, aber vorher habe ich das beste Item im Shop gesehen, und zwar antikes Schwert, also das, was man gleich am Anfang gedroppt kriegt, für über 100 Millionen, 300 Millionen waren das. 300 Millionen, stellt euch das vor. War so nice. Ich habe mir überlegt, ob ich es kaufen soll, ob ich es mir kaufen soll, weil, hallo, es war ein mordsgeiler Preis.
Wie ich einfach die ganze Zeit flüchte. Selber schuld, wenn er immer hinter mich geht. Wie er nimmt jetzt den. Gut, er hat nicht den gekriegt. Fuck, ich dachte, ich könnte es noch schaffen. Ich möchte meine X-Drops üben. Yay, das glaub, wo er am Ende eigentlich. Okay. Bin ich jetzt nett? Ja, ich bin nett. Na du? Lol. Bitte regt sich gleich wieder auf. Hä? Was war das? Das war jetzt nice. GG. Und was krieg ich jetzt? Nix. Komm, 30 Minuten Folge. Punkt. Punkt. Warte mal kurz, dass wir nicht wieder den mitkämpfen müssen. Wer ist denn dieser J-Win? Zeitherrscherwaffe, aha. Naja, so pralle ist die nun auch nicht. Aber er sieht nice aus, muss man sagen. Ja, geh mal. Vielleicht kriege ich noch den Quest. Ne, ich kriege die Quest nicht mehr. Ich wollte das Licht ausmachen. Aber muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich gute Rüssi. Hab gerade mal PvP-Rüssi und so gut ist die nun auch nicht. Oh, ich muss auf jeden Fall aber noch X-Drops üben. Habt ihr gesehen, ich hab schon wieder einen X-Drop geschafft gerade eben. Der kann aber auch X-Drops. Du nimmst es nicht, ich nehme es nicht. Gut. Und da war irgendwie ein ungehitteter Hit. Er hat nur den Riesenkopf. Er und mein... Aber wäre ich jetzt vorher gerade eben einfach meins nicht. Meinem hat man nichts anfangen können. Yay, wir haben gewonnen. Fuck! Ich wollte unten sein währenddessen, weil da bounce, wenn er so ganz schnell. Ach, schade, schade, schade. Ja, ein Kommentar ist bei PvP sehr schlecht. Victoria! Heil der Nasod-Königin. Hä, was? Nein! Scheiß Plattform. Ich freue mich schon auf Faust des Himmels. Aber ich glaube, ich würde wirklich andere Charakter spielen, hätte zum Beispiel der Simon oder so mit mir Elsot gespielt damals. Wisst ihr warum? Yay. Na, Victoria. Weil, und zwar. Jetzt fällt es mir, glaube ich, nicht gleich. Nein. Nee, weil. Ich bin jemand, weil ich spiele eigentlich nur alleine. Es sei denn, wenn Etty
oder so spielen mit mir zusammen. Aber ansonsten habe ich, naja, sagen wir so, ich habe bis zu vor kurzer Zeit eigentlich immer alleine nur gespielt, weil mit wem soll ich spielen? Ich war vor längerer Zeit noch nicht wirklich berühmt, hatte noch nicht wirklich Fans, die gespielt haben mit mir. Ja. Ne? Bitte den Trank, ja. Und ja. Konnte ich halt nicht. Dann hätten wir wahrscheinlich auch solche Charakter gemacht, mit denen man keine Kombos im PvP machen könnte, weil ich habe wirklich nur Charakter, mit denen man PvP kommen könnte. Keine. Ich habe sogar einen Charakter, der mit dem ich kein bisschen PvP kann. Können muss. EM. Nö. Nö, ich will. Nö, ich will nicht mehr. Schreit ihr eigentlich auch so? Nö. Die chasen mich einfach nur. Ich hoffe, das war jetzt nur, dass die jetzt nur, weil ich runtergefallen ist, weil sonst wäre es schon wieder so ein Bug gewesen. Na du, na, na. Komm, Faust des Himmels, na, na, Faust des Himmels. Nochmal. Schwach. Schwach. Oh, ich wollte sie gerade so geil X-droppen. Ich hätte sie gerade gerne so geil X-droppen. So tsch. Und dann noch auffangen. Oh, ich muss auf jeden Fall X-droppen üben. Yay. Wir haben Victoria besiegt. Ja. Das ist was. Und ja, wir haben einen Titel gekriegt. Ich bin ja mal schauen, was für. Bitchel. Oh, schade, ich wollte, konnte nicht mehr schauen. Chaser 25.000. Ja, wollte eigentlich nicht, aber okay. Der ist einen halben Kilometer hochgeflogen, macht Sinn. Der hat nicht getroffen, macht auch Sinn. Das Technik ist mir nicht neu. Der macht auch die tolle Technik, die eigentlich jeder TT könnte. Jetzt kommt gleich. Nee, mach mal. Mit dem Ding. Jetzt weg! Weg mit diesem Scheißding! Komm, Skill aktiviere dich. Nein. Wenn er mich bekämpft, dann soll er mich wenigstens am Rücken treffen. Passiv macht, dass ich flüchten kann. Yeah. Das Spiel ist so fair. Passiv. Passiv. Danke. Frage mich, wieso nicht einfach in den anderen Siege geht. Ich glaube, ich hätte den X-Drop geschafft. Oh, was für ein Noob. Echt jetzt. Catch-Taktik like a Pro, ne? So etwas hat S-Rang auf jeden Fall verdient. Ja, ich weiß, ich werde genauso schlimm wie der Rest der Community, wenn ich so bin. Bla 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 bla.
Danke, dass ihr ihm den Trank des Zwergs gebt. Unendlich Mana für ihn und wahrscheinlich auch keine Treffer mehr mit dem ersten und zweiten Y, den ich auf ihn normal schlagen würde. Und fallen lassen. Möglichkeiten. Viele fallen lassen Möglichkeiten. Ne? Der konnte viel. Wir hängen noch eins dran. Aber echt, jetzt muss der wirklich immer mit Sprint. Der vorher Sprint X nach rechts und damit catchen. Das ist einfach nur. Oh. Ja, das gleiche wie wenn ich jetzt halt nur mit. Wie ist der jetzt? Aufreiße angreife. Ach, und ich habe was gehört. Ich weiß nur nicht, ob es stimmt. Rang, PvP. Ne, ist immer noch erster. Ich habe irgendwie gehört, dass Owned gebannt wurde. Keine Ahnung. Der Idiot hier. Immerhin stellt er sich jetzt nicht nur in die Ecke und macht das eine. Uns hat getroffen, nice. Ach ja, er hatte vorher auch noch das Item genommen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ich glaube, es hat ihm. Nö. Weil mein Passiv sich einfach nicht aktiviert. Ja, wie soll ich ausweichen und gleichzeitig catchen? So geht nicht. So landet er irgendwo oben. Oh, ist klar, Spiel. Ja, mhm. Ja, lass dich fallen. OP genug war es ja noch nicht, dass du das Item gekriegt hast. Wodurch ich einfach null Damage jetzt hat gemacht habe. Jetzt hat. Danke, macht Busschild, ich hasse dich auch. Mach jetzt noch so lange, bis ich einen Sieg kriege. Ja, gibt es dem ruhig. Er hat's nötig. Dich. Wow, ich dachte schon, ich werde jetzt durch den Blitz laufen, der nicht mehr da ist. Und dann getroffen noch von ihm. Hm. Hab ich halt verloren. Sekunde. Ja, schon kommt wir zensiert. Viel befit. Ich beende das Video erst, wenn ich die Quest hier abgeschlossen habe. Wir haben über fast 10.000 AP, dem wir im Moment rein gar nichts anfangen können. Und? Hm, yay. Feuerfaust mal wieder.
Wenn mein Gegner in der Luft ein bisschen hängen bleibt, ist es nicht so toll. Oh, hat nicht getroffen, schade. Wisst ihr, was ich geil finde, wenn man so gegen Level 70er kämpft und dann so Sehnenriss drauf macht und der sich wundert, dass er nicht mehr sprinten kann und dann so sagt, Hacker Bob, mach das wieder weg. Auch sozial von dem. Fuck, ich konnte das runter nicht mal schnell genug drücken. Weil mein Ding auch zurückbekommen habe, meine Kur ist nice. Yay! Der perfekte Trank. Dadurch kann man nämlich nicht mehr so hochspringen. GG! Nip, 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 nip. NB, was heißt NB? NB meinte was nicht, Noob. Ich hab Langeweile, ich mach noch einen. Oh fuck. Mir fehlt eigentlich, hätte endlich essen gehen müssen. Nächsten Mal. Wenn wir den nochmal kriegen und es gleich nochmal abläuft, nice. Nee, der Updater. Macht uns jetzt platt. Machen wir jetzt echt platt, meine ich. Ich meine, ist das Ding sofort wieder kaputt gegangen. Das ist ein schneller Chang. LOL, ein Zuschauer. LOL. You know me vom Internet. Wenn ja, dann schreib mir bitte in die Kommentare, dass du das warst. Please. THX. THX, if you do it. Nee, ich hasse Eis. Weg mit dem scheiß Mörser. Jetzt weg mit dem scheiß Mörser. Ich krieg einen Vogel. Hat er einen zweiten hingestellt. Ist klar. Ich krieg einen Kopf. Passiv. Bitte aktivieren. Aktiviere ich passiv. Passiv. Passiv sind da, um sie nicht zu aktivieren. Can't do shit. Ich hab das heiß Ding kaputt gemacht. Oh. Komm gleich. Echt jetzt? Und dann, ja, ist klar, wie spät sich das aktiviert ist. Die Flucht. Hat mich zwar schon längst getroffen, aber dann aktiviert sich die Flucht erst. Irgendwie glaube ich, ist Windows 8 mit Elso nicht so kompatibel, dass es hier irgendwie Bugs gibt, weil, hallo? Ich... Ach. Jetzt fühle ich euch toll. Ja. Das wäre es für heute gewesen. Schaut nächstes Mal wieder zu. Das ist ein Befehl. Bye, bye.